Hallo, alle Jahre wieder machen wir mal eine AIDA-Tour. So, dann könnt ihr das gerne mal verfolgen. Die ist vierteilig. Es sind vier Videos, aber wenn nicht alles, dann erzähle ich später. Und der B3 weiter folgen in Richtung Elbbrücke. Wir sind über die A7 gefahren und dann ab Hamburg. Wenn man links die Kräne sieht, kann man rechts schon Cruise Terminal, die Schilder sehen und danach müsst ihr euch orientieren. Ab hier könnt ihr dann das Schiff schon sehen, Steinwerder, und ich habe mal einen Pfeil reingemacht, wo unsere Suite war, falls das jemand interessiert. Dann wackerfein Parkplatz gesucht, Koffer abgegeben und dann das ganze Prozedere in der Halle mitgemacht. Schaut euch das einfach mal an. Generell muss man sagen, das ist alles super organisiert, also wenig Stau, wenig Anstehen, fand ich zumindest, und das habe ich schon anders erlebt, bei anderen Festivitäten, hätte ich beinahe gesagt. Und nach der Personenkontrolle geht es dann direkt eigentlich in Richtung Schiff. Ja, ich habe ja schon mal ein Video über die AIDA gemacht und die Fahrt, das war so eine Norwegen-Tour. Deswegen gibt es unsere Suite jetzt nur im Schnelldurchlauf. Und ich sage ganz klar, ausführliche Videos über diese Suite, die ist ja mal baugleich auf der einen Seite zumindest, könnt ihr dann in meiner Playlist finden. Aber schaut erstmal rein. Nachdem wir den Koffer ausgepackt haben, sind wir dann in die Räumlichkeiten gegangen, die wir ja von der AIDA schon kannten, und haben es erstmal gut gehen lassen, was essen gegangen und haben dann aus der, oh, wie heißt das noch, auf die Ausfahrt gewartet. Und die zeige ich euch jetzt mal. Ja, in Steinwerder, habe ich wieder ja gesagt, ne? Ist auch egal. Abgelegt sind wir im Prinzip die ganze Elbe raufgefahren bis zum offenen Meer. Das könnt ihr euch ja auf einer Karte nochmal anschauen, die genaue Tour. Unser erster Tag war ein Seetag und das kann man auf der Karre aber ganz gut aushalten mit den anderen 6000 Leuten, die da drauf waren. Ja, war wirklich so. Und davon 2000 Kinder habe ich gehört. Ich hoffe, dass die Einfahrt jetzt in den Hafen von Rotterdam für euch nicht zu langwierig ist, aber mich hat das schon irgendwie total fasziniert, wie der Captain mit dem Joystick den Brummer da in den Hafen reingefahren hat. Die Brücke, die ihr da halb links seht, das ist mittlerweile schon ein Wahrzeichen von Rotterdam geworden. Vorneweg, was haben wir in Rotterdam gemacht, während wir das Schiff sehen, wie es anlegt? Wir haben uns zuerst im Hafengebiet rumgetrieben, das zeige ich euch gleich. Und anschließend haben wir so eine Tramfahrt gemacht mit einer Straßenbahn aus von 1961. Und sind da einmal komplett durch Rotterdam gefahren. Aber dazu kommen wir gleich. Legen wir erst ja mal die Karre hier an Kai. Jetzt blenden wir hier nochmal genau. Da sieht man nochmal die Brücke. Und jetzt haben wir mittlerweile auch angelegt. Gehen gleich von Bord. Und dann gehen wir mal gemeinsam, wenn ihr Bock drauf habt, quer durchs Hafengebiet.
Also schön dranbleiben. Oh ja, ich weiß, wackel, 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 aber ich habe nicht stundenlang Zeit, mit teuren Kameras den Austritt vom Schiff jetzt zu filmen. Ich zeige euch jetzt einfach das Hafengebiet. Los geht's. Jo, wir sehen natürlich einen Haufen von Wassertaxis hier. Hier noch so ein alter Clipper, hätte ich beinahe gesagt. Bevor wir dann einfach weitergehen, und im Hintergrund sieht man architektonische Meisterleistung. Ja, Rotterdam, wer es weiß, ist natürlich im Zweiten Weltkrieg ziemlich zerbombt worden und da blieb kein Stein auf dem anderen. Daher gibt es hier im Hafengebiet gerade wenig alte Gebäude. Ja, weil sie wirklich sehr, sehr schön ist, der alte Kutter, der alte in Anführungsstrichen, aber die Aida Nova ist, glaube ich, auch schon jetzt 5 Jahre alt oder so, aber hier nochmal in ihrer ganzen Pracht. Hier zu sehen, ein kleines Monument, was wohl für die Auswanderer gedacht worden ist. Naja, okay. Monument. Haken dran. Weiter geht's. Ja, jetzt nochmal zurück zu dieser Brücke. Diese Hebeschiebebrücke, hätte ich beinahe gesagt. Hier fährt sie gerade rauf und gleich gucken wir uns im Zeitraffer nochmal komplett an, wenn sie wieder runter pördelt. Jetzt halte ich auch erstmal kurz die Klappe, denn jetzt machen wir eine schöne Fahrt mit der Straßenbahn von 1961. Viel Spaß dabei. Das sehen wir hier gerade vor uns, das ist ein Autohafen. Da waren früher die Rheinschiffe, die nach Deutschland gefahren sind. Aber die großen Schiffe kommen nicht mehr in der Stadt, so die Hafen wird nicht mehr benutzt. Und jetzt kommt hier auch wieder ein neues Stolz auf ihre Stadt, aber das sollen Sie gerade sehen. So, hier ist das neue Wohnen. Ja, sehr viele Leute, ältere Leute. Am Wochenende haben wir ein schönes, um nach draußen zu fahren. So, wir haben wieder gebaut, da sind wieder 10 neue Bauprojekte. Hier. Diese Straßenbahn ist gebaut worden 1961 und gehört zu Rotterdams Openbaar Vervoermuseum. Es sind ungefähr 170 Freiwillige, Techniker, Straßenbahnführer, ich bin Kondukteur, Leute, die für Essen und Trinken. Das sind alle Freiwillige, die ganze Familie machen das. Wir haben ein eigenes Museum, das ist einmal pro Monat geöffnet. Hier gibt es natürlich nur einen kleinen Ausschnitt. Die ausführliche Tramfahrt, die würdet ihr auch bei mir in der Playlist finden, wenn ihr wollt. Fanden wir irgendwie süß. Habe ich schon wieder ja gesagt, ne? Meine Fresse, ne? Auf jeden Fall haben wir ja Kekse bekommen. So, Punkt. Ein Architekt hat hier alles gebaut, alle verschiedenen unterschiedlichen Steine. Unser Freiwilliger und namens mir von de Rotterdam Tours. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und vielleicht sehen wir Ihnen wieder zurück in Rotterdam. Werden wir jetzt hier Rotterdam in Richtung Seebrügge verlassen, wollte ich noch kurz sagen, wir haben uns für die Tramfahrt und für das Umschauen im Hafengebiet entschieden. Das war für uns völlig ausreichend, aber da kann ja auch jeder machen, was er will. Jetzt spricht der Kapitän. Achtung. Riesige Kran. Das ist natürlich
Wahnsinn. 1200 Tonnen kann dieser Kran heben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß hier auf der Mars und schöne Ausblicke rechts und links. Ihr Kapitän der Raumschiffe von der Brücke. Wenn ihr einen Bock habt, dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn wir in Seebrücke einlaufen. Das käme dann am Donnerstag. Ciao.